Also wir haben gestern gesehen, dass Sie bei diesem Wettrennen, oder war das immer ein Wettrennen, teilgenommen haben durch Russland? Ich würde es als virtuelles Wettrennen gegen die Zeit quasi definieren. Nachdem es vor uns noch keiner probiert hat, die Distanz zeitnahe zu fahren. Also es gab schon viele Radfahrer, die 2-3 Monate dafür gebraucht haben. Aber es hat noch keiner versucht, eben möglichst schnell von Moskau nach Vladivostok zu fahren. Und das war quasi die Challenge für uns, einmal zu probieren, wie schnell geht's in einem Viererteam. Also die Aufgabe war, 4 Radfahrer, einer von den 4 muss ständig fahren und dafür aber rund um die Uhr. Und ja, wir wollten das Projekt unter 14 Tagen fahren und gebraucht haben wir 13 Tage, 2 Stunden. Also haben noch 22 Stunden hätten wir noch Zeit gehabt. Also ich würde das eher als virtuelles Rennen, also 2013, wir waren die Ersten, die das probiert haben. Letztes Jahr gab es wieder ein ähnliches Rennen. Und heuer, 2015, ist es das erste Jahr ein offizielles Rennen. Es ist so, man kauft, gibt ungefähr 40, 50 Starter. Man kauft sich quasi ein Ticket und absolviert diese Etappen quasi Tag für Tag. Also jetzt ist es, vielleicht kennt ihr das größte Radrennen, das ist das Race Across America, von einer Küste zur anderen, das ist das bekannteste. Und das in Russland soll eben in der Zukunft ähnlich aufgebaut und etabliert werden. Und warum wollten Sie unbedingt durch Russland fahren? Warum durch Russland? Weil es das größte Land einfach ist, sehr spannend ist und ja, weil es einfach die Aufgabenstellung für den Kernteam, die das organisieren, haben, die wollen jedes zweite Jahr durch einen Kontinent radeln. Sie sind schon vor vielen Jahren durch Amerika gefahren, vor einigen Jahren durch Australien und 2013 eben durch Asien quasi. Und wir haben eben den Weg durch Russland gewählt, weil man da eben nur politisch quasi Unterstützung von einem Land benötigt. Würde man quasi südlicher fahren, hätten wir viel mehr Länder durchquert und so ein Projekt muss politisch quasi schon geschützt werden, damit nichts passiert. Das ist natürlich in einem Land viel, viel leichter zu organisieren. Also so ein Zukunftsprojekt ist einmal durch Afrika zu fahren, von Nord bis Süd. Nur die große Herausforderung ist einfach, dass es hier ungefähr 10 Länder gibt, wo man quasi von jedem Land quasi politisch quasi die Unterstützung braucht, dass man so etwas durchführen darf, ohne dass man irgendwie ausgeraubt wird oder irgendwie bedroht wird. Und das ist in Afrika natürlich viel, viel schwieriger als in Russland. Und wie viele Kilometer sind Sie gefahren? Also das ganze Projekt war 9.300 Kilometer und jeder von den Radfahrern, es war ungefähr so, wir waren 4 Radfahrer, 2 ein bisschen, man sieht es im Video, 2 waren ein bisschen ältere Herren, es war immer so gedacht, 2 Leute betreiben das hobbymäßig, die haben einen normalen Job und trainieren dann einfach in der Früh und am Abend und eben mein Kollege und ich, sind quasi als Verstärkung ins Team geholt worden, weil wir das eben über viele Jahre schon sehr professionell betreiben, um einfach fix zu wissen, okay, wir haben 2 Leute, die wesentlich stärker sind als die anderen beiden, um sich so einfach im Projekt zu ergänzen. Und es war auch so, dass mein Kollege und ich eine Spur mehr gefahren sind. Und das war auch so okay, das war so ausgemacht. Und ja, also ich musste quasi pro Tag nur 200 Kilometer fahren. Aber die halt relativ schnell und 200 Kilometer relativ schnell ist trotzdem recht anstrengend, vor allem 13 Tage in Folge. Und was war die größte Schwierigkeit? Der wenige Schlaf. Ich habe eh schon gesagt, in der ersten Woche, in den ersten 6 Nächten hatten wir, glaube ich, 11 Stunden Ruhezeit in einem Bett. Und die restliche Ruhezeit ist irgendwie zusammengekauert im Auto sitzend. Die Autos waren relativ klein zum Sitzen. Wir waren vollgepackt mit Gepäck, also wir sind wirklich nur so gesessen und sind quasi wieder
vorgefahren worden auf den nächsten Wechselpunkt und dann wieder quasi den nächsten Teil mit dem Rad zu fahren. Also das war eher die Herausforderung, mit so wenig Schlaf irgendwie zurechtzukommen. Es gab auch wenig Infrastruktur entlang der Strecke. Also ich habe oft einfach auf der Straße mit 5 Liter Wasser geduscht. Und ja, also alles rundherum, kaum Infrastruktur, kaum richtige Toiletten über die ganze Strecke. Also mit dem musste man auch irgendwie zurechtkommen. Das war sicher noch die größere Herausforderung zum Sport, waren die Rahmenbedingungen eigentlich, wie gesagt. Also das war die medizinische Versorgung, die ich in der letzten Stunde auch erzählt. Ja, wir hatten zwar einen Arzt mit, aber das Problem war eben, dass diese 5 Autos, die wir hatten, wie immer überlappend unterwegs waren. Das heißt, zwischen dem ersten und dem letzten Auto kann schon sein, dass da 3-4 Stunden dazwischen waren, Autofahrzeit. Das heißt, hätte es wirklich wo einen Unfall gegeben, hätten wir eigentlich ein großes Problem gehabt. Weil teilweise über Sibirien gibt es oft knapp 2000 Kilometer kein Spital. Es gibt eigentlich keine flächendeckende medizinische Versorgung. Es gibt keine Helirettung. Also hätte es ein Problem gegeben, wäre es tatsächlich ein großes Problem geworden, könnte man sagen. Zum Glück ist eigentlich gar nichts passiert, kann man sagen. Also bis normale Überlastungsprobleme, die kommen einfach, dass nach ein paar Tagen einfach beginnt alles weh zu tun. Aber das ist normal, mit dem kann man umgehen. Aber es gab jetzt keine Stürze oder keine Unfälle in dem Sinn. Ja. Nachträglich gesehen war es natürlich schon etwas naiv und leichtfertig. Aber ja. Wie viel ist das, denkt man da, wenn man stundenlang am Rad sitzt? Puh, das ist eine sehr gute Frage. Also bei mir war es so, ich hatte zwei Plugins. Auf einem Ohr hatte ich quasi ein Funkgerät in das Auto, das uns von hinten gesichert hat. Und im zweiten Ohr hatte ich einfach Musik. Das ist eine gute Frage. Was denkt man da? Keine Ahnung. Also man ist sehr fokussiert. Also ich bin in das Projekt eingeladen worden, um dort eben quasi meine Leistung zu bringen. Und man hat permanent so viele Kameras um sich herum, dass man einfach sich gar keine Schwäche leisten kann eigentlich. Also man hat schon einen gewissen Druck herum, dass man einfach nicht sagen kann, es gibt Phasen in dem Projekt, wo man einfach nicht mehr will. Ich habe immer den Part gehabt, ich habe um 1 in der Nacht beginnen müssen, Rad zu fahren. Stockdunkel die ersten Stunden. Man fährt quasi nur den Scheinwerferlicht nach. Und wenn es dann plötzlich noch zu regnen beginnt und es richtig kalt wird, dann ist es eigentlich ungemütlich. Aber ja, in Summe gibt es ein Ziel und das wollen wir erreichen und alles wird dem Ziel eigentlich untergeordnet. Und so viel Denken, ja, natürlich denkt man sich vieles, aber man versucht immer wieder ein bisschen Landschaft zu schauen, ein bisschen Leute zu schauen und sich trotzdem möglichst gut zu konzentrieren, dass man nicht irgendwo, die Straßen sind teilweise wirklich schlecht, und man musste sich eigentlich die ganze Zeit konzentrieren, irgendwo nicht in Löcher reinzufahren. Aber du musst nicht über den Loch gefallen. Genau, nein, es gab so Schauergeschichten im Vorfeld, dass uns erzählt wurde, in den Straßen sind so große Löcher, dass ganze Autos hineinstürzen können. Und das stimmt natürlich nicht. Das ist Blödsinn. Die Straßen sind über weite Teile eigentlich sehr gut, weil sie relativ neu sind. Ich glaube, es ist erst ein paar Jahre, die meisten Straßen sind sicher in den letzten 10 Jahren gebaut worden. Aber es gibt noch immer keine durchgehende Asphaltstraße, es gibt noch immer Schotterpisten dazwischen. Aber man kann auch mit dem Fahrrad auf Schotter fahren, das ist eigentlich nicht so das Problem. Man fährt halt etwas langsamer, aber das Material ist eigentlich durchaus dafür ausgelegt, dass es auch möglich ist. Also wir hatten auf der ganzen Strecke, ich glaube, nur 5 Patschen. Und diese 5 Patschen hatte ein Fahrer. Das ist so ein bisschen ein Zeichen von, er war zu wenig aufmerksam und ist immer wieder in Löcher reingefahren. Und wenn du in ein Loch reinfährst, dann schlägt es dir den Mantel durch. Und das ist eigentlich ein bisschen ein Fahrfehler, kann man sagen.
Aber das passiert einfach, dass in vielen Stunden, wenn man unkonzentriert wird, dann passieren so Fehler. Und solange man nicht zu Sturz kommt, das ist eigentlich weiterhin kein Problem. Wie schnell fahren wir dann durchschnittlich? Über solche lange Strecken, ich selbst bin meine Splits immer so zwischen 33 und 35 km/h Schnitt gefahren. Das ist so eine Geschwindigkeit, die geht schon noch. Es ist beim Radfahren so, dass der Aufwand von der Leistung vom Körper zum Quadrat ansteigt. Das heißt, der Unterschied zwischen 35 km/h Rad zu fahren und 40 km/h ist exponentiell größer, weil der Windwiderstand zum Quadrat größer wird. Das Problem beim Radfahren ist halt der Windwiderstand in erster Linie. Und umso schneller man wird, also der Widerstand steigt zum Quadrat. Das heißt, der Kraftaufwand zwischen 35 und 40 ist fast das Doppelte. Und das ist eben dieser Sprung zu so 33, 35, das geht noch ganz gut. Aber dann wird es wirklich sehr anstrengend. Also wir fahren schon in Wettkämpfen oft über 40, aber das sind eben 4 Stunden, 4,5. Das ist überschaubar, aber nicht über 13 Tage. War es während der Zeit sehr heiß oder kalt? Unterschiedlich. In der Nacht hatten wir mal 1 bis 2 Grad und am Tag bis zu 40. Es waren die Unterschiede der Temperatur waren sehr spannend eigentlich. Also während dem Radfahren flüssig. Das heißt, wir haben einfach im Prinzip kann man sagen, es sind einfach Flüssignahrungen, das sind Maisstärke, Kohlenhydrate, die einfach flüssig, die füllt man sich in eine Radflasche an, schüttelt es, dann löst sich das auf und dann trinkt man das. Das sind einfach hochkalorische Getränke, die sind super magenverträglich. Und dann einmal pro Tag haben wir auch feste Nahrung gegessen. Aber auch leicht verdauliches wie Nudeln oder so. Also ganz wenig Salat, ganz wenig Rohkost, ganz wenig Fleisch. Das ist alles sehr belastend für den Mann. Und geht während dem Sport schlecht. Also Salat ist super cool und gehört in jeder Ernährung jeden Tag, aber nicht unmittelbar vor dem Sport. Das verträgt sich nicht. Nudeln ist besser, oder? Ja, ist grundsätzlich besser, ja. Bei einer hohen Belastung ist es sehr gut, Nudeln zu essen. Ansonsten geht die Sporternährung mittlerweile in den letzten Jahren sehr in Richtung Eiweiß. Also man versucht sehr viel Eiweiß und Fett zu essen. Fett, gute Fette, also man versucht, das ganze tierische Fett ist kein gutes Fett, das versucht man wegzulassen. Den fetten Teil am Fleisch, den gibt man eher weg und versucht stattdessen zum Beispiel Sesamöl, Walnussöle, das sind alles Öle, die hohe Omega-3- und Omega-Fettsäuren haben. Und die sollte man aber unbedingt zu sich nehmen, wenn man sportlich viel von seinem Körper verlangt. Das Interesse der Leute noch an der Strecke. Sehr verziehen, da muss man fast immer. Das war interessant, dadurch, dass wir jeden zweiten Tag waren wir 2 Minuten in Hauptnachrichten, NTV, das ist über das ganze Land wurde das ausgestrahlt und Tag für Tag haben das Projekt mehr Leute mitbekommen. Es war sehr spannend, dass dann mitten im Nirgendwo plötzlich Leute an der Strecke gestanden sind mit Österreich-Fahnen oder in den großen Städten eben haben uns schon immer so 20, 30 Radfahrer vor der Stadt uns in Empfang genommen. Sind dann 2-3 Kilometer mit uns in die Stadt gefahren. Dann gab es meistens einen kurzen Empfang beim Bürgermeister. Die haben das natürlich versucht, für sich zu verwerten, das Projekt, logisch. Und dann ist es eigentlich schon wieder weitergegangen. Und das war eigentlich so täglich grüßt das Murmeltier eigentlich, kann man sagen. Es war jede Stadt das gleiche Prozedere, in jeder Stadt die Journalisten haben die gleichen Fragen gestellt. Das war zum Ende hin richtig interessant, weil man wusste einfach, welche Fragen auf einem zukommen, die konnte man schon so richtig, zack, 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 zack. Und ja, aber das ist ein Teil dieses Spiels. Wir wurden unterstützt von großen Firmen und die erwarten sich natürlich auch, dass man dementsprechend ja, die Messages an den Journalisten verkauft quasi. Das ist Teil des Spiels. Sport ist im Prinzip eine andere Form von Schauspiel, kann man sagen, Brot und Spiele.
Also man nutzt quasi den Sport auch, um Präsenz zu bekommen, um in Medien vorzukommen und natürlich auch um Firmen zu repräsentieren, die es vielleicht sonst nicht so in den Medien schaffen würden. Oder vielleicht sehr, sehr viel Geld für Werbungen zahlen müssten. Also man darf sich das nicht zu romantisch vorstellen. Es geht hier nicht nur um Sport, sondern natürlich auch um Botschaften dahinter. Und gab es auch einen politischen Hintergedanken, dass österreichische, russische, also Freundschaft auch im Hintergrund steckt? Weniger. Dadurch, dass unser Projekt, also die ganzen vier Radfahrer waren eigentlich Österreicher. Wir hatten 5 Russen dabei, weil der Gedanke war der, dass jedes Auto einen Russen dabei hat, um eben in möglichen Problemsituationen besser reagieren zu können. Aber es gab, wie gesagt, keine Probleme. Ja, vielleicht wäre es besser gewesen, von Haus aus zwei russische Radfahrer ins Boot zu holen. Das wäre vielleicht noch besser gewesen. Aber das war für uns ein Risiko, weil wir eben nicht wussten, wie sind die drauf, wissen die überhaupt, was auf einen zukommt bei so einem Projekt. Weil es natürlich, es ist nicht nur körperlich sehr anstrengend, sondern man muss auch den Willen haben, das über so lange Zeit durchzuziehen. Und wenn es beginnt, vorne und hinten weh zu tun, dann muss man trotzdem noch eine Woche weiterhin Leistung bringen. Und das war für uns ein zu großes Risiko, da Leute ins Boot zu holen, von denen wir nicht genau wissen, wie stark sind die im Kopf und wollen die das wirklich. Gut ausdrücken, wie stark sind sie im Kopf? Ja, so Projekte werden im Kopf gewonnen und verloren. Es gibt auf der Welt unzählig viele physisch sehr starke Radfahrer, aber man muss eben auch im Kopf bereit sein, bei jedem Wetter, zu jeder Tages- und Nachtzeit raufzuspringen aufs Rad und seinen Teil zu machen. Und das ist sicher, da werden die vielen Radfahrer dann weniger, die bereit sind, das zu tun. Also in Russland ist es generell so, dass die Verkehrsregeln, die es so gibt, sind eher so Richtlinien, würde man sagen. Also eine rote Ampel heißt einfach nur besser schauen, bevor man drüber fährt. Und genauso ist es auch auf den Straßen, die sind immer zweispurig, das heißt eine Richtung rauf und eine Retour. Es ist aber so, dass oft parallel überholt wird. Also einer überholt quasi links regulär und der zweite überholt quasi rechts im Straßenbankett. Das ist eigentlich fast üblich, kann man sagen. Dadurch, dass sie so große Autos haben, so große Jeeps und dadurch, dass es keine Leitpfosten gibt. In Österreich ist es üblich oder in Europa, dass es immer so Steher gibt. Die gibt es dort eigentlich weitgehend nicht. Und deshalb ist es eigentlich relativ leicht möglich, rechts vorbeizufahren. Und es ist jetzt sehr spannend, wenn man selbst auf der Straße fährt und plötzlich wird man links und rechts gleichzeitig überholt. Das funktioniert oft sehr gut, aber wenn dann der Gegenverkehr auch noch beginnt zu überholen, dann wird es oft sehr eng. Und wir hatten eigentlich immer großes Glück, wobei es 2-3 Mal schon sehr eng wurde, wo es wirklich ganz knapp sich noch ausging. Und möchte man nicht denken, was da passieren könnte, dass wenn da plötzlich 4 Autos auf 2 Spuren entgegenkommen. Also das ist schon spannend zum Teil. Und die größte Herausforderung von jedem Training ist eigentlich aufzustehen und sich anzuziehen. Wenn man mal die Kleidung anhat und die Laufschuhe geschnürt hat, dann ist man eigentlich eh schon über den Berg. Dann funktioniert es eh schon. Aber diese Überwindung jedes Mal, sich 2-mal am Tag Sportkleidung anzuziehen, ist oft größer und dann die ersten 10 Minuten, bis der Körper wieder in Schwung kommt und dann geht es eigentlich eh wieder problemlos. Also vor allem, wenn das Wetter schlecht ist im Winter, dann bei minus 2 Grad irgendwie auf nassen Straßen mit dem Rad zu fahren, das ist am Anfang eine Überwindung, aber wenn man mal warm ist, ist es eigentlich kein Problem. Aber das sind natürlich die Teile des Sports, die so keiner sieht. Wenn das Wetter richtig schlecht ist und es draußen regnet, dann wird man auch nicht gesehen, dass man eigentlich stundenlang im Regen fährt. Und wenn das Wetter schön ist, so wie heute, sagt jeder Mann, du hast ein tolles Leben, du darfst bei dem Wetter Rad fahren. Aber das ist schon die Kür und der Pflichtteil über den ganzen Wintermonate, den sieht eigentlich kaum jemand. Aber
warum fahren Sie so gerne Rad? Das ist eine gute Frage. Also eigentlich ist mein Sport Triathlon, das heißt, ich darf auch schwimmen und auch laufen. Und ich habe einfach vor etwa 10 Jahren einfach aus dem Jux und Teilerei mich für einen Ironman angemeldet. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist im Triathlon so eine längere Distanz, wo man 4 Kilometer schwimmt, 180 Grad fährt und dann am Ende noch einen Marathon läuft. Und habe das einfach mal gedacht, ich melde mich an und schauen wir mal, ob ich das schaffe. Und habe es beim ersten Mal dann eigentlich ganz gut geschafft, ohne den Marathon gehen zu müssen. Das ist für die ersten, am Anfang ist es immer das Problem, ist man am Ende noch so stark, dass man den Marathon zumindest laufend schafft. Und das war für mich so die Initialzündung. Ich war im Ziel und habe dann gesehen, warum gibt es da Kollegen, die das 3 Stunden schneller schaffen als ich. Und so habe ich mich herangetastet und ja, jetzt seit 2-3 Jahren bin ich einer, der die Zeiten vorgeben kann. Und es geht dann eh recht schnell. 7-8 Jahre wirklich intensives Training und plötzlich ist man zumindest österreichweit dabei. International ist natürlich das Level noch deutlich höher, aber zumindest national. Und ja, so bin ich. Das Radfahren ist sicher das Steckenpferd von mir. Also meine Wettkämpfe gewinne ich sicher übers Radfahren. Aber man muss auch sehr gut laufen können und natürlich sehr gut schwimmen. Mit wem fahren Sie Fahrrad oder fahren Sie allein? Das ist der Grund, warum ich jetzt in Wien geblieben bin. Ich wohne seit 7-8 Jahren in Wien, obwohl ich Niederösterreicher bin. Eben weil es in Wien doch, sagen wir mal, 5, 7, 8 Leute gibt, die das auf einer ähnlich professionellen Art und Weise betreiben, die genauso Lebenskünstler sind wie ich, die halt gerade irgendwie so viel arbeiten, um sich irgendwie alles andere finanzieren zu können und halt der Fokus quasi am Training liegt. Wenn man einfach 2 Trainings fix pro Tag hat, ab und zu noch ein drittes, dann dreht sich eigentlich alles ums Training und dazwischen versucht man auch irgendwie Geld zu verdienen. Aber ich verdiene zum Glück, obwohl ich Architektur studiert habe und abgeschlossen habe, momentan mein Geld über den Sport, dass ich Sportkurse gebe, Privatstunden gebe, eben für Leute, die sich gern weiterentwickeln wollen in dem Sport. Und so komme ich quasi über die Runden. Aber wenn man das Ziel hat, Geld verdienen zu wollen in seinem Leben, dann sollte man eher nicht den Weg des Sportes wählen. Es ist sehr viel Ideologie und sehr viel, ja, es ergibt eigentlich keinen Sinn, wirtschaftlich gesehen, aber es ist trotzdem eine Identität, die ich nicht missen möchte. Also, und gab es eine Zeit, wo Sie sich gedacht haben, okay, jetzt will ich eigentlich mit dem Radfahren aufhören, jetzt will ich vom Sport weggehen und Noch bin ich zu jung dafür, also ich bin jetzt 32 und auf so Langdistanzrennen hat man seine beste Leistungsfähigkeit so im Alter zwischen 35 und 38. Das ist quasi die Phase, wo der Körper am optimalsten Ausdauer trainiert sein kann. Und ich stelle mir schon noch vor, dass ich noch einiges an Entwicklungspotenzial habe. Und solange ich mich Jahr für Jahr motivieren kann, diese ganzen Unannehmlichkeiten auf mich zu nehmen, möchte ich schon noch weitermachen. Weil ich mir einfach denke, ich habe einen Brotberuf, ich habe Architektur studiert und Architektur kann ich mit 40 noch immer machen. Werde ich wahrscheinlich noch immer knapp 30 Jahre arbeiten müssen, bis es womöglich eh keine Pension mehr gibt. Also ich sehe das entspannt eigentlich. Ich finde, also meine Einstellung vom Leben ist, ich brauche am Abend vom Schlafengehen einen Grund, um mich auf den nächsten Tag zu freuen. Und momentan ist das. Aber mir macht auch die Architektur sehr viel Spaß. Also ich war vor einem Jahr in einen Unfall verwickelt. Ich konnte zwar nichts dafür, aber habe eine Knieoperation gehabt. Und plötzlich, die schlimmste Einheit für jeden Sportler ist die Einheit, wo man im Bett liegen muss und sich nicht bewegen darf. Und das habe ich auch jetzt kennenlernen dürfen, wie das ist. Und das beruhigt mich aber, dass ich weiß, okay, es kann jeden Tag vorbei sein, man kann jeden Tag eine Verletzung irgendwo bekommen
Und dann gibt es trotzdem einen Beruf, mit dem man Geld verdienen kann und der mir Spaß macht. Das ist oft bei vielen Leistungssportlern das Problem, die zu jung beginnen, dass sie oft die Ausbildung vernachlässigen, oft keine oder oft nur das 9. Schuljahr irgendwie absolviert haben und keine richtige Ausbildung haben. Das heißt, wenn plötzlich der Weg des Sportes irgendwie endet, dann fallen sie sehr oft in ein Loch. Keine Ausbildungen, zu alt, um noch ein richtig in der Schule zu machen, Matura oder ein Studium. Und da fangen dann eigentlich die wirklichen Probleme an. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ich habe das eigentlich meinen Eltern zu verdanken, weil ich hätte eigentlich mit 15 Jahren schon das erste Angebot gehabt, Sport professionell zu betreiben, also von einer Firma Geld zu bekommen, dass ich das mache. Und das haben aber zum Glück meine Eltern damals verhindert. Damals war das ganz schlimm für mich, weil ich natürlich den Weg des Sportes gehen wollte, aber nachträglich betrachtet war das natürlich ein großes Glück für mich. Und damals habe ich das natürlich nicht verstanden, aber jetzt bin ich natürlich dankbar dafür. Wollen Sie nochmal sowas machen? In Russland eher nicht, weil ich denke, so ein Projekt hat einfach immer nur einen Reiz, wenn man das erste Mal macht. Aber es gibt, also ich recherchiere schon sehr lange in Afrika, wobei das politisch sehr, sehr schwierig ist. Afrika Nord, Süd zu durchfahren, möglichst zügig. Aber das wird wahrscheinlich politisch schwer machbar sein. Weil es einfach Zentralafrika Regionen gibt, wo die Politik nicht so stabil ist, um da quasi schützende Hand zu halten. Und letztendlich muss man gesund ins Ziel kommen und momentan schaut es nicht so gut aus. Aber es gibt auch ein Projekt, das ich gerade hier entwickle. Das ist ein Projekt mit dem Mountainbike. Ich würde gerne im Wienerwald mit dem Mountainbike wegfahren und mich nur über die Gebirge bis quasi ans Mittelmeer nach Monaco handeln. Das wäre so ein Projekt, das möglich wäre und das politisch jetzt nicht so eine Herausforderung wäre. Aber es ist natürlich logistisch eine große Herausforderung, das irgendwie zu managen. Es gibt nichts Schöneres als die Landschaft oder irgendwelche Städte mit dem Rad zu kommen. Und vielleicht, wenn dieses Projekt für euch eine Motivation sein könnte, vielleicht irgendwann am Wochenende mal einen Tag das Rad herzunehmen und irgendwo sich ein kleines Ziel zu suchen. Wunderschön, fahrt noch von Wien bis Bratislava mit dem Rad. Das ist eine Distanz, die kann man bald einmal schaffen. Fahrt mit dem Schiff zurück oder mit dem Zug oder fahrt mit dem Radl wieder zurück. Das ist einfach ganz toll. Und man hat ein gutes Gefühl und man spürt das Land sehr, wenn man auf so touristische Art und Weise irgendwo durchfährt. Und ja, wenn das vielleicht ein kleiner Anstoß sein könnte, dann wäre es super und habt Spaß dabei. Das Wichtigste ist immer, Spaß dabei zu haben.